Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe endlich wieder ein neues Video für euch. Und ja, ich bin gerade auf einen Lockenstab getreten. Ja. Mein Laptop ist noch nicht wieder repariert. Ich habe das nicht mit meinem Laptop jetzt bearbeitet und hochgeladen. Sondern mit dem von Jesse. Mit dem von Jesse. Ich muss das sagen. Mein Fuß tut mir weh. Heute habe ich das Video für euch, was ich euch in meinem letzten Video versprochen habe. Und zwar geht es sich um meine Haare. Ich trage ja Extensions. Diese sind von Luca her. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Und euer. Und ja, das sind halt meine Haare ohne Extensions. So sehen die aus. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal was über die Extensions. Werdet ihr auch gleich reinmachen und alles drum und dran. Also das hier sind meine Extensions. Ich habe die jetzt seit ungefähr 3 Wochen oder etwas länger und trage sie eigentlich jeden Tag. Die sind von der Firma Loca Hair. Also Loca Hair war so nett und haben mir die zugeschickt. Also das ist ein Online-Shop, den verlinke ich euch in die Infobox. Also das ist der erste Link in der Infobox. Das Set besteht aus 7 Clips und zwar einmal... Nee, ich gehe jetzt nicht wieder raus, weil du anfangen musst zu lachen. Und zwar einmal eine Tresse mit 3 Clips, also so, eine große. Dann 2 Tressen, auch mit 3 Clips, aber die sind dann etwas kleiner. Und noch 2 Tressen mit jeweils 2 Clips. Und noch 2 Eimer-Clips. Ja. Und ja, die sind halt 60 cm lang. Ich weiß nicht, ob das die längste Länge ist oder ob es noch 64. Ich glaube aber, das ist die längste. 230 Gramm und halt 7 Tressen. Und in der Farbe 22 mittelblond. Also ich habe meine Haare jetzt 2-mal gefärbt, um halt daran zu kommen. Es ist noch immer nicht ganz perfekt. Aber man sieht halt jetzt nicht mehr so den Unterschied, wenn man das drin macht. Und ich mache halt auch immer Locken, damit man das nicht so sieht. Weil wenn ich die glatt haben würde, dann würde man die Extensions halt sehen. Ja, die kosten um die 160 bis 180 Euro. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das steht alles in der Infobox. Und ja, also bis jetzt bin ich wirklich zufrieden damit. Und ja, was ich auch gut an denen finde, ist, dass die unten nicht viel dünner werden. Weil ich weiß, dass es viele Extensions gibt, die oben schön dick sind und dann immer dünner werden. Und das ist nicht cool. Es wird noch ein Video folgen, wo ich euch zeige, wie ich die reinmache und wie ich die pflege und wie ich die verstecke sozusagen. Und ja, ich werde die aber jetzt mal reinmachen und dann... können wir weiterreden? Ja, also so sieht das jetzt aus. Das sieht in der Kamera etwas komisch aus. Also in der Kamera sieht man den Unterschied, aber in echt sieht man nicht so einen krassen Unterschied, weil ich die auch jetzt schon gefärbt habe und blondiert. Mhm. Also ihr könnt mit Hitze dran, mit Lockenstab, mit Leckeisen. Ich habe mich gestern 5-mal verbrannt an einem Lockenstab. Zeig. Oh, ist weg. Und ja, ihr könnt die auch waschen, aber ich würde euch nicht empfehlen, jetzt die so oft zu waschen, weil, keine Ahnung, also die werden ja nicht fertig, deswegen muss man die eigentlich waschen, nur wenn die stinken. Aber meine stinken nicht, meine richtigen Girl. Und ja, also die sind so lang bis unter die Brust, so. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, ich liebe lange Haare. Und, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass meine Haare, nachdem ich die Braids hatte, ein bisschen dünner waren aber und halt ziemlich, keine Ahnung, so, also man hat schon gemerkt, dass das nicht ganz so gut war für meine Haare und die haben ziemlich gelitten, aber das ist jetzt mittlerweile, geht's wieder, sie haben sich wieder etwas erholt. Ich werde meine Haare aber, denke ich, nochmal färben, damit es auch wirklich perfekt ist, weil ich bin da so, keine Ahnung, ja, und ich möchte meinen Ansatz vielleicht noch ein bisschen dunkler, aber ich weiß nicht. Weil sonst kommt mir so vor wie eine Barbie. Aber ich kann euch wirklich diese Extensions empfehlen und für diesen Preis sind sie wirklich gut. Und es gibt welche, die viel teurer sind. Und dabei war auch ein Zettel, den habe ich jetzt leider nicht mehr hier. Aber dabei war ein Zettel, wo erklärt wird, wie ihr die reinmachen müsst. Also ich mache hier die längste, dann hier die, die etwas kürzeren, hier die 2 und hier die 1. Also die gehen alle so bis hier. Aber wenn man das zu weit oben hat, sieht man das ja. Und ja, die sind echt weich und geschmeidig
Und ja, also ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich die habe und kann die echt weiterempfehlen. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, dann stellt die einfach in den Kommentaren, dann werde ich die beantworten. Alles Weitere steht noch in der Infobox, sowie der Link von Luca her. Und ja, wie gesagt, es wird noch ein Video folgen, wo ich euch zeige, wie ich die reinmache und euch Tipps gebe. Und vielleicht noch eins, wo ich euch Frisuren mit Extensions zeige. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht ein paar Sachen gelernt. Oder habt ihr jetzt nicht wirklich was gelernt? Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder Nacht oder was auch immer. Und ja. Tschüss. Ich liebe dich auch. Take away your things and go. You can't take back my Stay positive. Kann man so dumm sein und sich auf einen Lockenstab stellen, der an ist? Hm? Warum musst du wieder nach Aachen? Ja, wir shoppen uns. Warum musst du shoppen? Mit welchem Geld? Weil ich nichts zum Anziehen habe. Was denn für ein Geld? Ja, ich hab noch Geld.